Hallo, willkommen hier auf der Elbtal. Es ist soweit, ich bin wieder da. Ich habe wieder ein paar Tage im Krankenhaus verbracht, aber jetzt ist hoffentlich endgültig alles prima. Und ihr kriegt jetzt wieder längere Zeit täglich eure Videos. Das kriegen wir schon alles zusammen hin. So, gestern war ja wieder ein Livestream und ich zeige euch nach dem Intro, was wir da gemacht haben, denn da geht es anschließend gleich weiter. So, da sind wir auch schon wieder und ich werde mich gleich mal in die Ecke verziehen. Schwupps. So, im Livestream haben wir hier Feld 46 die Pastinaken geerntet. Das Feld vorbereiten, das hat Zeit, weil da es steht jetzt eine Weile brach, bis wir rote Beete einpflanzen können. Ich habe hier dieses Feld 45 bereit gemacht für die Einsaat, 48 ist bereit für die Einsaat, das Grasfeld ist wieder frisch gemacht und hier die 37 ist auch bereit für die Einsaat. Heute werden wir hier die Karotten ernten und da stehen schon die Fahrzeuge bereit. Die muss ich jetzt bloß wieder losschicken. Das heißt, wir fangen hier bei dem an. So, wenn du im Feld bist, geht's los und Abfahrt. Und dann muss ich auch die ganzen Abfahrer wieder losschicken. So. Schwupps. Und da unten haben wir noch einen. Und schwupps. So, jetzt läuft wieder alles. Wir gucken mal da, dass der gut anfängt. Was hier drauf kommt, das weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Muss ich mir mal Gedanken machen. Vielleicht Kartoffeln. Mal gucken. Weißkohl, Rotkohl haben wir noch zum Anpflanzen. Da machen wir mal einen Kopf drüber. Ja, ich glaube, Weißkohl, Rotkohl werden wir hier mal anpflanzen dann. Da haben wir ja auch noch Zeit dann für die Vorbereitungen zum Feld. Wann ist schon Pflanzsaison für Weißkohl, Rotkohl? Rotkohl haben wir auch erst im März wieder. Ja, da haben wir auch noch Zeit, um das Feld vorzubereiten. Das muss ja bestimmt auch wieder gepflügt werden, denke ich mal. Dann ist auch wieder Kalk drauf. Ne, da muss nicht gepflügt werden. Bei Karotten doch jetzt. Muss gepflügt werden. Ja, klar. Ja, das können wir ja nach und nach machen. So, wir gucken mal hier bei unseren Produktionen. Da haben wir übrigens hier auch die Baumschule angelegt, weil ich dann hier anfangen will mit Holzproduktion. Da habe ich schon mal die Baumschule hingestellt im Livestream. So, bei der Biomasse, da haben wir zu viel Methan. Das heißt, es passt ganz gut, können wir dann gleich abholen und da in die Verbrennungsanlage, in das Biomassekraftwerk hinfahren. Das machen wir gleich. Da sind wir schon. Zack. Schwupps. Dann steigen wir hier mal ein und geben diesen Kurs. Wir fahren also zur Biogasanlage. Beladung Methan. Das fahren wir dann zum Biomassekraftwerk. Und das ist Methan. Methan. So, machen wir einmal. So viel Methan haben wir ja eh nicht. Und Abfahrt. Dann läuft unsere Biogasanlage auch wieder. Wenn das erledigt ist, das läuft dann auch wieder. So, der Bäcker, der macht alles, bis auf Kuchen, weil er keine Milch hat. Die Milch habe ich. Wo habe ich die Milch hin? Nee, die Milch habe ich. Wo habe ich die Milch hingefahren? Die habe ich auch zum Bäcker gefahren, oder? Nee, ich glaube, in die Molkerei habe ich die gefahren. Lass mich gucken. Habe ich keine Molkerei?
Wo habe ich die Milch dann hin? Abgeholt habe ich sie. Das waren über 50.000 Liter Milch. Raffinerie, habe ich die nicht eingeschaltet? Alle angucken? Nee, alle anzeigen, bitte. Fritzi, Futterwerk, Getreidemühle. Ja, das ist jetzt mysteriös. Ist jetzt mehr wie mysteriös. Hab doch die Molkerei gekauft. Wartet mal. Wo war denn die? Das war der Bäcker hier. Ja. Wo war denn die verkackte Molkerei? War die da? Nee, sind die Gewächshäuser? Kompostwerk. Spezialfutterfabrik. Bäckerei. Jetzt stehe ich aber richtig auf dem Schlauch. Ach, die war da oben irgendwo. Ich glaube hier. Fritzi. Spinnerei. Getreidemühle. Nee. Ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. Bekleidung. Fischzucht. Molkereien. Ich hab's nicht. Wo habe ich die Milch hingefahren? Ah, ich weiß, wo ich sie hingefahren habe. Ich glaube, ich habe die. Nee. Glaub doch nicht. Wo habe ich die Milch hingefahren, verdammte Axt? Das fällt mir nicht ein. Guck mal einfach mal. Nein, Bekleidung habe ich sie nicht hingefahren. Biogasanlage auch nicht. Da auch nicht. Bäckerei auch nicht. Das sieht man ja. Doch, da ist die Milch. Wieso macht die keinen Kuchen? Ach, wegen der Butter. So war es. Richtig. Butter fehlt noch. Und ich habe die Milch hier hingefahren. Jetzt müssen wir warten, bis wir die Milch haben. Und dann kriege ich mal Butter. Oh mein Gott. Ja, ich sag euch, ein paar Tage im Krankenhaus. Und ihr seid total neben der Spur. So, Mineraldünger wird nicht mehr hergestellt, weil, ja, Mineraldünger voll ist. Den könnte ich jetzt einlagern. 500.000. Was ist bei euch los? Oh, da muss ich einschreiten. Die werden sich nicht einig, die drei. Der Kamerad will ja abladen und steht im Weg. Da muss ich mal eben schnell hier überholen. So. So, und jetzt muss ich mal gucken, was da wieder. Jetzt ist der Kamerad im Weg. Ja. Dann richte ich jetzt hier hin. Und schalte ich wieder ein. Und dann müsste doch alles seinen Weg gehen jetzt, oder?
Ja, es läuft wieder. Dann können wir weiter gucken. Achso, das wollte ich mal jetzt abholen. Den Mineraldünger, das mache ich mit dem Grassammler. Da kriege ich 500.000 rein. Da muss ich nur einmal fahren. Ich muss nur das Teil auch finden. Da bin ich schon mal richtig. Und da haben wir doch. So. Mit dir fahre ich jetzt zur Düngemittelfabrik. Beladung Feststoffe. Das, was wir da laden, das ist, glaube ich, Düngemittel, oder? Mineraldünger, ja. Das bringen wir dann auf den Hof. Und zwar ins Düngemittelsilo. Futtersilo, Düngersilo, da haben wir's. Und das ist dann Mineraldünger. Machen wir einmal. Ach Gott, das geht ja wieder. Muss mich auch wieder dran gewöhnen. Einmal und Abfahrt. So. Dann haben wir das auch erledigt. Happy Zit. Läuft nicht mehr, weil kein Essig da ist. Wie viel Essig haben wir mittlerweile? Bei der Zuckerrübenfabrik? Gar nichts mehr. Weil die keine Zuckerrüben mehr hat. Das ist natürlich blöd. Blöd, blöd, blöd. Muss ich mal gucken, habe ich noch Zuckerrüben? Das sehe ich hier. Nee, also wissen wir schon, was wir da oben anpflanzen werden. Zuckerrüben. Da auf das Feld kommen dann Zuckerrüben. Und wann können wir die einpflanzen? Zuckerrüben können wir einpflanzen auch erst im März wieder. Ja. Solange steht halt die Herbizidproduktion still. So, wo bin ich hier stehen geblieben? Hier. Das läuft. Der Fermenter macht nichts mehr, weil kein Stroh drin ist. Da können wir auch 500.000 reinkippen. Da muss ich nur warten, bis der fertig ist. Trauben haben wir noch nicht, Zwiebeln haben wir noch nicht, der Rest läuft. Schweinefutter wird wieder nicht produziert. Woran fehlt es dieses Mal? Woran fehlt es dieses Mal? Raps haben wir nicht mehr. Mais, Sorghumhirse. Haben wir noch? Ich weiß nicht, was da. Ach, da unten. Da fehlt Raps, Sojabohne oder Sonnenblumen. Die Sonnenblumen, die werden ja da oben. Da kriegen wir ja recht viel Sonnenblumen. Ich habe da ein riesiges Feld. Müssen wir also auch warten, bis die reif sind. Da will ich weitermachen. Mehl, da fehlt wieder Getreide, garantiert. Da habe ich, glaube ich, noch Gerste auf Lager jetzt. Kümmere ich mich auch bald drum. Und Heu. Heu, da brauche ich jetzt, können wir auch abholen. Ansonsten Erdbeeren läuft, Tomaten laufen. Holzplantage habe ich aufgestellt, aber noch nicht aktiviert. Honig, Honig, Diesel, Felder, Raps. Ja, den Rest kann ich mal noch warten. Oh, das ist wichtig, Mineralfutter. Da fehlt es an Natriumchlorid. Oh, da haben wir viel zu tun. Eins nach dem anderen, wenn wir Zeit haben, gucken wir uns das nochmal genau an. So. Der bringt jetzt die Karotten. Gehe ich mal davon aus. Ja, der bringt die Karotten.
So. Da oben tut es wieder. Was ist mit euch los? Was ist hier jetzt verkehrt? Da stimmt doch was nicht. Da stimmt ganz gewaltig was nicht. Wo stehst denn du, sag mal? Stell dich mal hier aufs Feld. Mal gucken, was da passiert. Bist du nicht dabei, dann legen die dir ein Ei. Ach, der schiebt den mit. Jetzt haben wir das Problem. Ja, das ist die Schräge hier. Das ist das Blöde. Da müssen wir Abstandrohr, müssen wir etwas erhöhen. Gehe ich mal auf 0,8. Da könnte auch das hochklappen, der Idiot. So, gucken wir mal, ob es jetzt geht. Ausgeschaltet. Ah, das ist ein Heckmeck hier. Da könntest du ausrasten. Alles selber macht, ja. So, jetzt fahrt dein Rohr gescheit aus, mein Freund. Sonst werde ich böse.
Nee, ja, nix. Das ist immer zu schräg. Nee. Das ist immer zu schräg. Da müssen wir wirklich auf den anderen warten. Hilft nichts. Bis wir die Schräge hinter uns haben hier. Da kommt er auch schon. Leute, Leute, Leute. Mit dem Motor starten. Da haben wir eine blöde Stelle zum Abladen. Auf den falschen Knopf gekommen. Nee, 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 nee. Halt, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wenn, dann machen wir es richtig oder gar nicht. Hoffen wir mal, dass die beste Stelle besser funktioniert. Die nächste Stelle. Dass die besser funktioniert im Abladen. Das ist mal so. Ja, und ich würde sagen, die Zeit ist schon wieder vorbei. Das Karottenfeld werde ich noch fertig machen. Dann können wir, lass ich mal auf den Plan gucken, Weizen, schlafen gehen. Und dann noch die anderen Felder wieder fertig vorbereiten. Für die Einsaat Kartoffeln und unten für die rote Beete. Die habe ich auch noch nicht getestet, ob die laufen. Aber wenn Pastinaken und Karotten gehen, dann gehen rote Beete auch, garantiert. Dann steige ich mal hier aus. So. Suche mir ein schönes Plätzchen. So. Dann machen wir den Ton weg. Schwupps. Ich stelle mich wieder schön groß in die Mitte. Und halt falsch auf. Jetzt, schwupps. Dann muss ich mich natürlich wieder tanzbereit machen. So sieht's gut aus. Ja, liebe Freunde, das soll's dann für heute gewesen sein. Ich hoffe mal, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag dann tschüss, arrivederci und goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißes Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter gehen, auf Wiedersehen.